Frau Schäfer, müssen wir mit einem Dieselfahrverbot in Freiburg rechnen? Ich glaube nicht und ich hoffe nicht und wir haben die Weichen gut gestellt und nach unserer Einschätzung haben wir so gute Maßnahmen, die greifen werden, dass es in Freiburg kein Dieselfahrverbot geben wird. Und wenn es dennoch käme, welche Straßen wären denn betroffen? Es wäre mit Ausnahme dieser Durchgangsachse B31 wäre ganz Freiburg betroffen, also die ganze Innenstadt. Gelte ein Fahrverbot für alle Diesel? Euro 4, also wir haben überhaupt nur Euro 4 in Betracht gezogen, weil wir, also zunächst mal gehen wir davon aus, alle anderen Maßnahmen bringen uns zum Grenzwert 40. Wenn das nicht der Fall sein soll, reicht aber ein Dieselfahrverbot Euro 4. Also Euro 5 brauchen wir nicht. So weit sind wir nicht über dem Grenzwert. Okay. Der Luftreinhalteplan, Sie haben es gerade gesagt, beinhaltet auch noch andere Maßnahmen, unter anderem Tempo 30 auf der B31. Da machen sich die Umlandgemeinden immer große Sorgen, St. Merken, Glottertal, dass der Verkehr über ihre Gemeinden ausweicht. Wie nehmen Sie die Sorgen? Diese Sorgen nehmen wir sehr ernst und die Gemeinden haben auch unsere ganz klare Zusage, dass wir Maßnahmen ergreifen werden, um nennenswerte Umleitungsverkehre und Umfahrungsverkehre zu vermeiden. Also alles, was wir in Freiburg tun, darf nicht zulasten des Umlandes und der Umlandgemeinden gehen. Tempo 30 habe ich gerade erwähnt. Welche weiteren Maßnahmen sind denn schon sicher, die kommen? Also zunächst mal von wegen sicher, wir gehen jetzt in die Anhörung. Das heißt, es können alle Beteiligten jetzt erst noch mal Stellung nehmen. Aber was haben wir geplant? Wir haben geplant, außer Tempo 30, die Einbeziehung der B31 in die grüne Umweltzone. Das ist ja im Moment noch gar nicht, wissen viele nicht. Das werden wir machen. Und wir müssen schauen, dass wir den Verkehr flüssig halten. Das haben wir jetzt von Westen her schon durch die Kronenbrücke-Baustelle. Und da werden wir schauen, dass das auch nach dieser Baustelle verstetigt wird. Und wir werden schauen, dass wir diese Verkehrssteuerung auch von Osten her bekommen. Das sind eigentlich die Maßnahmen, die jetzt relevant im Raum stehen. Baubürgermeister Haag fühlt sich von der Bundesregierung auch im Stich gelassen. Er sagt, sie müssen jetzt die Suppe auslöffeln, die eigentlich die Automobilindustrie eingebrockt hat. Teilen Sie diese Kritik? Ja, natürlich. Wir sind eigentlich vor 2 Jahren, als wir 2015, 2016 uns den Luftreinhalteplan und die Situation angeschaut haben, haben wir gedacht, nach menschlichem Ermessen müssten wir allein durch die Flottenumstellung 2020 den Grenzwert halten. Das tun wir jetzt bei weitem nicht. Also wir sind, wenn man jetzt mal den Schienenersatzverkehr Höllentalbahn abzieht, sind wir immer noch bei 49 Mikrogramm. Wir dachten, wir wären schon lang um die 40. Und diese Situation ist natürlich der Automobilsituation geschuldet und der Tatsache, dass auf Bundesebene niemand was gemacht hat. Nur, es ist für uns müßig. Wir sind diejenigen, die jetzt vor Ort handeln müssen.